Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Ja, in der letzten Folge war es wieder ein wenig holprig bei mir und ich bin durch die Straßen gerannt und habe im, ja, mit Schweiß und Blut und Tränen habe ich dann gedacht, okay, man könnte vielleicht auch nach Hause gehen und recherchieren, wo die Straße ist, die wir gesucht haben. Und ja, es war dann doch viel einfacher, als ich gedacht hatte. Deswegen, wir werden uns jetzt erstmal zu Albeits Haus begeben. Okay. Wir sind offenbar schon drin. Keine Ahnung, wenn es jetzt reingelassen wird. Was tun wir als nächstes, Holmes? Ja, ich würde sagen, die Tür aufbrechen, ne? Falls wir die aufbrechen müssen. Hören Sie das? Schnell, wir müssen diese Tür aufbekommen. Die Tür und das Schloss sind zu stabil, um sie mit bloßen Händen aufzubrechen. Ich bin jetzt von Aufbrechen eigentlich davon ausgegangen, dass du einen Schlüssel benutzt. Die Tür und das Schloss sind zu stabil, um sie mit bloßen Händen aufzubrechen. Moment. Nee, ne? Also so habe ich mir das jetzt nicht gedacht. Ich habe jetzt gedacht, dass wir wieder mit dem Dietrich arbeiten, aber okay, so geht's auch. Oh Gott, Hilfe! Achso, ich glaube, der schreit gar nicht wegen uns, so kann das sein. Hier ist doch eh schon Schrott. Ja, weich aus. Weich aus. Ich dachte, der schlägt jetzt mit der Axt, weil ich da drauf drücken musste. Okay, da liegt die Axt. Da hinten ist ein Tisch. Und oben... Oh, das sieht nicht gut aus. Okay. Das ist aber nicht Tee. Hallo? Warum guckt der da drüber, wenn ich auf Tee drücke? Was war denn das jetzt für ein Quatsch? Eieieiei. So, komm, nimm dir jetzt erstmal die Axt. Und wehe, du guckst jetzt wieder oben drüber. So, jetzt guck dir das Tee nochmal an hier. Der Tisch könnte mir Deckung bieten. Ja, deswegen sollst du ja hinlaufen, du Trottel. Wenn ich diese Seile kappe, fallen die Vorhänge und der Angreifer hat nichts mehr. Watson, ich muss diese Vorhänge erreichen und sie herunterlassen. Geben Sie mir Feuerschutz. Wieso geht dieser Trottel nicht zurück? Jedes Mal, wenn ich auf die Tasten drücke, die mir angezeigt werden, bewegt er sich nicht. Der Tisch könnte mir Deckung bieten. Ja, und du sollst da hinten hingucken, Junge. Wenn ich diese Seile kappe, fallen die Vorhänge und der Angreifer sieht nichts mehr. Watson, ich muss diese Vorhänge erreichen und sie herunterlassen. Geben Sie mir Feuerschutz. Ich sehe gar nicht, wo ich hinschieße. Sie mir Feuerschutz! Ja, aber wenn er jetzt von oben schießt, dann ist er auch... Hallo, du sollst nicht dagegen. Ach, das war gar keine Guillotine. Runter!
Nein, nicht runter! Ach, ich dachte, das war auf den Wurzen bezogen. Oh. Über ihnen! Eieiei, das ist ja richtig krass gerade hier. Oh, Räucher stehen. Okay, da hat er jetzt endlich mal angenommen, was ich gedrückt habe. Das ist gut. Gehst du auch mal weiter? Watson, kommen Sie! Er ist hinter dem Paravent! Und ist, glaube ich, wieder weg, wenn ich das jetzt richtig sehe. Okay. Unser Angreifer nutzte dieses Seil hier. Ja, dann werden wir auf jeden Fall jetzt mal kurz auf die Kombination gehen, weil das haben wir beim letzten Mal schon nicht gemacht. Hinweise. Angreifer in Alberts Haus. Aberglaube. Angreifer. Der Angreifer in Alberts Haus war ein erfahrener und fähiger Kämpfer. Ja, das auf jeden Fall. Flucht durch das Fenster. Der ist doch gar nicht... Ja, doch, es war ein Fenster oben, ja. Körperliche Stärke. Angriff auf Greystone und Albert waren gekonnt durchgeführt. Okay. Tempel wurde nicht betreten. Marleys Beruf. Stellt Automaten her, die Statue. Jetzt. Okay. Ist der Fluch wirklich existiert? Ja. Nicht? Dann sagen wir mal, ist es nicht möglich. Die Person, die Zacharias Greystoke getötet hat, ist körperlich stark genug, um einen kräftigen und genauen Speerwurf durchzuführen. Okay. Können wir das kombinieren? Auch nicht. Ich lese mir schon die Texte gar nicht mehr vor, weil gar nicht mehr durch. Oh Moment, Aberglaube. Was war hier? Bernhard Marley glaubt wirklich, dass er einer der Auserwählten ist und den Fluch umsetzen muss. Fürchtet sich vor dem Fluch und versucht, sich davor zu schützen. Er kann keiner der Auserwählten sein. Scheint... ja, logisch zu sein. Okay. Das passt nicht zusammen, ne? Nee, okay. Okay, dann kann man... Nee, nach oben kann man auch nicht gucken. Kann er nicht irgendwie im Boden verschwunden sein? Oder da drin? Aber das hätte man doch gesehen, oder? Nur die Ruhe. Es ist vorbei. Keine Angst. Sie? Oh. Aber was machen Sie hier? Sie sind keine Ärzte, oder? Nein. Nun, nicht ganz. Wollen wir diese Scharade jetzt beenden? Ihr richtiger Name ist Albie, nicht wahr? Sie waren Mitglied in Charles Yellinghams Club. Ja, war ich. Sagen Sie, was hier passiert ist. Nach Ihrem Besuch im Krankenhaus bin ich schnell wieder zurück. Ich lag auf dem Sofa dort und... Und spürte plötzlich eine böse Präsenz im Raum. Eine böse Präsenz? Ach, vermutlich war es nur das Fieber. Oder etwa eine lebende Statue? Ja, es war eine der Doppelstatuen. Ich sah ihren Schatten und glaubte, dass sie nach mir suchte, mich umbringen wollte. Es war so schrecklich. Wie beim Mord an Greystoke wurde die Statue lebendig, als sich das Opfer vor ihr befand. Ich muss ihr Haus untersuchen. Vielleicht gibt es Spuren.
Erzählen Sie von der Expedition nach Guatemala, vor 14 Jahren? Das war mein altes Leben. Was ist geschehen? Es heißt, Sie seien dort gestorben. Ich hatte ein schlimmes Fieber und wollte, dass Sie mich zurücklassen. Ich kann mich nicht mehr richtig daran erinnern, aber wie durch ein Wunder blieb ich am Leben. Ein Auge und einen Arm verlor ich. Es dauerte lange, aber am Ende schaffte ich es wieder nach London. Weshalb der falsche Name? Damals endete meine Karriere und das Leben, das ich bis dahin gekannt hatte. Ich änderte meinen Namen, meine Adresse. Jetzt bin ich schwach und nutzlos und einsam. Ein lebender Toter. Nicht mehr lange. Vielleicht war das ja mein Fluch. Nach und nach mein Leben auszuhauchen. Tekunumans Rache. Sie wissen, dass Greystoke umgebracht wurde, oder? Ja, und ich habe gelesen, dass es ein Speer war. Wie passend. Passend? Nun, er betrieb Archäologie fast wie einen Sport. Immer auf der Jagd nach Adrenalin. Wie viel Adrenalin wohl im Spiel war, während er starb. Als Beute. Und wer war dann wohl der Jäger? Tekunuman? Wer auch immer. Für mich geht es sowieso bald zu Ende. Nochmals danke, dass Sie mich gerettet haben. Ja, kein Thema. Ne? Hier stand eine Statue, die jetzt weg ist. Schon wieder? Das Befestigungseisen ist kaputt. Die Fläche ist beschädigt. Okay. Also soll es schon wieder so aussehen, als ob hier irgendwelche Statuen hier Unwesen treiben, so wie es aussieht? Was tun wir als nächstes, Holmes? Das wollte ich jetzt eigentlich gerade von Ihnen hören, Watson. Was haben wir denn hier? Finden Sie mehr über... Wir müssen mehr über ihn herausfinden. Ja, aber das kann ich doch nur, indem ich mit dem rede oder mich hier umschaue. Und hier ist doch so nichts mehr, was ich irgendwie angucken könnte oder so. Nochmals danke, dass Sie mich gerettet haben. Jetzt weiß ich aber auch, was Sie meinen. Klar, das ist so klein, das Fenster, da kann er nicht durchgekommen sein. Da war doch gerade noch ein Zeichen davor. Was ist denn jetzt los? Ja, wo soll ich denn mehr über ihn herausfinden? Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Also was wir noch machen könnten, ist das Metallstück wegbringen. Aber ich sag mal, das bringt uns wahrscheinlich nicht viel. Das können wir wirklich nur da reinsetzen. Und es passiert wahrscheinlich erst dann was, wenn wir alle Teile gefunden haben. Krankheit könnten wir noch. Aber die können wir nicht kombinieren. Ja. Das ist in der Tat ein bisschen blöd. Ich glaube jetzt nicht, dass wir hier unten bei dem ganzen... Oh, Moment, hier ist noch was. Okay. Dieses Bett ist sehr klein. Ja. Hat hier heimlich ein Kind drin gewohnt? Brasilien, Sao Paulo, 14. April 1883. Ich, Claudio, Joao Inácio da Silva, ich muss dazu sagen, ich habe nie Spanisch gelernt, gebe hiermit, ja, er hat ihn Albeit, glaube ich, genannt, Dyke und, oh Gott, Baudamo,
von diesem Tage an alle Rechte und Freiheiten für sie und alle ihre Nachkommen. Okay. Waren das mal Sklaven? Also, alle ihre Nachkommen ist eigentlich nur so gesagt, oder? Oder war das auch ein Sklave, der, also hat er mal irgendwie ein Kind gehabt oder so? Liebste, ich kann deinen Schmerz nachvollziehen, aber du musst verstehen, dass meine Entscheidung nur zu eurem Besten war. Wie könnte ich jemals wieder in die richtige Welt zurückkehren? Sollte irgendjemand die unsägliche Schande dieser fehlgeschlagenen Expedition und meiner Versklavung aufdecken, wäre der Name unseres Sohnes für immer entehrt. Einen Sohn hat er also doch gehabt, okay. Es ist für uns alle das Beste, wenn ich als gestorben in Tichun Umans Tempel in Erinnerung bleibe. Ich bin zurückgekommen, um euch ein letztes Mal zu sehen. Danach möchte ich ganz alleine auf den Tod warten. Mit meiner kostbaren Sammlung. Den Früchten meines Lebens, das ich der Archäologie gewidmet habe. Ein Freund von mir, der Gerichtsvollzieher ist, wird sich später um den Verkauf der Sachen kümmern. Das ganze Geld bekommst natürlich du. Sei bitte nicht traurig. Denn der Tod wird für mich ein Segen sein. Vorkehrungen für meine Bestattung habe ich bereits getroffen. Leb wohl, meine Lieben. Ich hoffe inständig, dass ihr mir vergeben könnt und wünsche mir nichts mehr, als dass ihr nach mir endlich ein glückliches Leben führt. Okay, also war die Vermutung richtig, dass er versklavt worden ist, wie auch immer. Und er hatte sogar noch eine Frau anscheinend, oder zumindest eine Freundin und einen Sohn. Ja, komm, drehst du das mal? Ja, und ich schätze, das wird die Frau dann auch sein und der Sohn. Albiets Frau und Sohn, nehme ich an. Okay, ich schätze, das war dann genug, um ihn nochmal anzusprechen, aber ich gucke trotzdem mal. Was haben wir denn hier alles? Tee können wir auch machen. Aha. Kann entfernt werden. Wie denn? Achso, die Wand. Ich dachte, die Fingerabdrücke. Das Modell ist Teil eines anderen, größeren Modells. »1894. Dieses Modell entstand nach der Expedition nach Guatemala. Das Innere scheint fein ausgearbeitet, aber ich kann es nicht richtig erkennen.« »Nehmen wir einfach mit, was wir nicht so richtig erkennen können, ne?« »So, haben wir denn hier noch was?« »Wahrscheinlich nicht, ne?« »Okay. Gut, auf jeden Fall haben wir jetzt wieder jede Menge, was wir ihn fragen können.« In dem kleinen Zimmer steht ein kleines benutztes Bett. Nun, das ist für meinen Sohn Gulliver. Nach meinem Tod zog meine Frau mit ihm nach Glasgow. Als ich zurückkam, richtete ich das Zimmer ein. Also wussten Sie Bescheid? Gulliver besucht mich ab und an, aber was bringt das Leben mit einem Krüppel als Vater? Sie werden mich wieder verlieren. Selbstmitleid. Mr. Albeit, was ist das hier? Aber unmöglich. Wie haben Sie sie gefunden? Antworten Sie. Vor 17 Jahren baute ich ein Modell des Tekun Oman Tempels. Wir verstauten es im Globus, im Club, bevor wir auf die Expedition gingen. Keine Ahnung, ob es noch dort ist. In Guatemala träumte ich von einem fehlenden Teil. Von einer Pyramide. Dann betraten wir den Tempel. Ich hatte lebhafte Visionen. Einen Moment. Sie betraten den Tempel? Nun, ja. Und wir fanden die Pyramide aus meinem Traum. Aber ich war zu schwach. Ich konnte das Rätsel um ihren Eingang nicht lösen. Ich habe versagt. Und wollte immer wissen, warum. Nach meiner Rückkehr... Haben Sie daher gemäß Ihren Visionen diesen letzten Teil gebaut? Und? Nichts. Ich sterbe. Zumindest wird mein Sohn sehen, dass ich mein Bestes für mein Lebenswerk gegeben habe. So, wir haben abgeschlossen.
und können wieder was zusammen. Ja. Tempel wurde nicht betreten. Wieso? Er wurde doch betreten. Steht ein kleines Bett. Nee, Krankheit, da wollte ich eigentlich draufklicken. Dann können wir hier nämlich alles. Moment, hä? Was habe ich jetzt angeklickt? Eine Person von kleiner Statur, möglicherweise Alberts Sohn, könnte durch das kleine Dachfenster. Oh. Okay. Ein kleines Kind ist nicht kräftig und durchtrieben genug, um jemanden zu ermorden. Albert lügt über seinen Sohn. Das Bett könnte einer Person von kleiner Statur gehören und diese Person könnte auch der Mörder sein. Ja, aber... Nee. Also ich meine, da war ja alles von der Familie drin. Aber der Sohn ist definitiv unschuldig. Also das wäre ja totaler Quatsch. Tempel wurde nicht betreten. Vision. Wo ist das Neue jetzt hin? Nee. Leute? Achso, da unten, da. Die Aussagen von Sir Charles und Bernard Marley stehen im Widerspruch zu Alberts Aussage. Keiner von ihnen will jedoch über den Tempel reden. Ja, die haben ja gesagt, die sind nicht reingegangen, wenn ich mich richtig erinnere. Und er sagt hier jetzt, dass er reingegangen ist. Tja. Alles ein bisschen seltsam, ne? So. Ne, lass mich mal raus hier. Achso, Auffall ausheben. Nein, du sollst das... Sag mal, wählst du das jetzt endlich aus? So. Es ist möglich, das Modell des Tempels von... Ja, klar, fertigzustellen. Das ist klar. Das ist logisch, dass das möglich ist, aber okay. So, dann noch was dazwischen. So, er lügt. Er hätte das Modell der letzten Pyramide nur dann bauen können, wenn er sie während der Expedition betreten hätte. Muss die Pyramide während der Expedition nicht betreten haben, um das Modell herzustellen. Er könnte seine Vorstellungskraft genutzt haben. Ja, ich würde sagen, er lügt, oder? Nutzen Sie das Tempelmodell im Club, um herauszufinden, warum die Teilnehmer an der Expedition nicht darüber reden wollen, was damals im Tempel von Tetsunuman vorgefallen ist. Ja, die Wahrheit über den Tempel, die müssen wir jetzt herausfinden. Das ist auf jeden Fall eine gute Aufgabe für die nächste Folge. Kleines Bett. In einem Zimmer auf dem untersten Stockwerk von Alberts Haus steht ein kleines Bett. Eine Person mit kleiner Statur könnte darin Platz finden. Was auch immer das heißen mag. Das Metallstück können wir auf jeden Fall schon mal einlegen, aber wir müssen doch die anderen Metallstücke, ich glaube 3 oder 4 waren es, finden. Und das Miniaturmodell einer Maya-Pyramide. Die könnten wir eventuell auch mit da reinmachen, so als Schlüssel. Das weiß ich jetzt nicht. Finden Sie heraus, was sich wirklich im Tempel abgespielt hat. Ja. Also ich denke mal, dass wir dann auf jeden Fall noch zum Clubhaus reisen müssten. Ich würde sagen, dass wir das dann in der nächsten Folge machen, dass wir zum Clubhaus reisen. Und ja, bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr dann wieder mit dabei seid. Bis dann. Ciao.